Ja, hallo Freunde, willkommen zu diesem Video. Heute bin ich an der Fulda, da wo der schöne Wasserfall ist. Gefällt mir hier mal richtig schön und gut. Das Wasserrauschen ist natürlich auch total mega. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gut verstehen könnt. Diesmal ist das Wasser auch hier ziemlich weit unten, weil das Wasser war ja bis da oben, wenn ihr das seht. Mal gucken, ob ich in der Kamera richtig sehe. Bis zu diesem Baum war das Wasser. Und dieser Weg war komplett unter Wasser. Und ich bin da letztens für den Livestream-Tester durchgefahren. Auf jeden Fall, ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen, wo ich mich schön hinstellen kann. Vielleicht ein bisschen Sonne für die Photovoltaik und koche mir nebenbei was. Es geht los. Da oben fliegen richtig dicke Brummer. Ja Freunde, ist das nicht herrlich? Ich habe mir einen schönen felsigen Untergrund gefunden und ja, es ist richtig schön, Sonne draußen, ne, und das Ganze sieht richtig schön aus. So sieht es aus durch die Scheibe. Und so, wenn die Scheibe offen ist. Ne? Ja, Leistung kommt auch was rein, 71 Watt. Bei 56, fast 57 Volt Akku, also so gut wie voll. Ich denke mal, er wird auch fast voll werden und später mal noch ein Livestream. Ja, hab's hier gemütlich. Drohne werde ich auch fliegen, werde mir gleich hier was kochen. Hab ein neues Regal hier drin. Hab hier eine Elektroheizung eingebaut, die von 0 bis 500 Watt regelbar ist. Mit dem Regler hier. Später kommt noch ein Display für komplette Überwachung, was der ganze Hänger mit allem zusammenzieht in Wattleistung. Ja. Und wir werden heute einen Livestream machen, den werdet ihr dann auch sehen, wird dann öffentlich bleiben.
Ja, Freunde, hier drinnen ist noch schöner, das Ganze zu essen. Ja, natürlich ist es schön laut hier. Aber es schmeckt richtig lecker. Und die ganze Umgebung ist eigentlich echt schick. Wenn ich das zumache, das Fenster, dann ist schön leise. Ja, Freunde, ich habe zugemacht, damit ihr mich besser hören könnt. Und das ist so heiß hier drinnen, wenn hier alles zu ist, weil die Sonne genau von vorne kommt. Aber ich gönne mir erstmal schön mein Bacon, Zwiebel, Ei, was ich hier mir gemacht habe. Es ist richtig herrlich, richtig schönes Wetter. Ich habe jetzt schon hier 25 Grad drin. Mir läuft richtig die Brühe hier. Zuckerfreie Cola. Das schmeckt so am besten hier. Natürlich auch nicht das Gesündeste. Beim nächsten Mal gibt es Multivitamin. Ja. Aber ich sag, mir läuft gerade total die Brühe hier drin. Das ist schon heftig. Obwohl draußen eigentlich auch nicht so heiß ist. Der Wind ist extrem kalt. Aber durch die Isolierung plus die Scheiben hier drin, die Lüftung läuft auf volle Pulle. Ist viel zu heiß. Ja, 23,9 Grad. Geht gerade runter, weil ich die Lüfter auf volle Leistung gestellt habe. Ich habe hier noch ein Ablüftungsloch eingebaut, weil ich möchte die Fenster hier zwischen komplett dicht bekommen. Da ist minimal Spalt gleichmaßen. Da drüben ist schon alles mit Dichtung verbaut. Ja. Und ja, dann wird alles nur noch hier abgehen in der Mitte, damit die warme Luft immer hier oben bleibt. Ne? Ja, Freunde, wisst ihr, was noch fehlt? Der Apfelsaft. Und der Apfelsaft ist frisch gekühlt an der Fulda. Mal gucken, ob ihr es entdecken könnt. Ich sehe es von hier. Und es liegt da. Können wir uns mal das Ganze hier. Einfach mal herrlich. Ja, gleich tue ich ein bisschen an der Fulda rumnippeln. Ja, auch ein bisschen heiß hier drin. Aber die Flasche ist ganz gut kalt. So. So ist wieder besser, weil ich habe sie angehabt gegen eine Drohne. Da würde ich mal sagen, Röschen. Ja, gibt es bestimmt Durchfall, weil hier ist immer noch Fulda Wasser drauf. Aber das werden wir schon verkraften, oder? So, was zum Unterstellen. Das Ganze steht hier. Sehe ich selber in der Kamera nicht, weil hier alles so hell ist. Ne? Ist richtig schön. Prost, Freunde.
geschafft. Das war ein Akt, um aus dem Geröll rauszukommen. Aber es geht alles. So. Dann sagen wir mal Tschüss, Wasserfall. Ja, man sieht nichts. Aber da hinten war ich in den ganzen Steinlöchern drin. Ist nicht ohne. Auch richtig schön aus. Also auf jeden Fall beim nächsten Mal werde ich gegenüber sein und dann sieht man das auch richtig schön am Wasser spiegeln lässt. Das habe ich gerade auf dem Rückweg gesehen. Sieht richtig hammergeil aus. Ja, Freunde, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Hat alles schön super verlaufen. Kam überall gut durch. Verlaufen, sage ich, ey. Ist schon spät. Bin schön die Straße entlang gefahren. Ging super schnell. Hat riesen Spaß gemacht. Dann werden wir mal gucken, wie das Ganze hier gefedert hat. Na, da sind jetzt 3 Bar Luftdruck drauf. Das sind eigentlich ordentlich hart, die Räder hier. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Auch hier habe ich diesen Livestream gemacht, der auch an diesem Fluss ist, an der Fulda. Ne? Daher vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal.